Der Touring Club Schweiz testet über 50 Autos pro Jahr. Mit den 20 meistverkauften oder attraktivsten Modellen in der Schweiz wird ein umfangreicher Test durchgeführt. Diese Tests beinhalten objektive sowie subjektive Elemente. Als erstes macht die Mobilitätsberatung des TCS einen Eingangstest. Dieser beinhaltet die Prüfung von Fahrwerk, Federung und Bremsen. Zudem wird das effektive Fahrzeuggewicht ermittelt. Der Wagen wird auf einen anderen Prüfstand gefahren, um die angegebene Motorleistung des Herstellers zu überprüfen. Nicht jedes Fahrzeug bietet die vom Hersteller angegebene Leistung. Auf dem akkreditierten Verbrauchsprüfstand wird der Verbrauch des Fahrzeugs nach Normbedingungen nachgemessen. Dabei müssen verschiedene Parameter wie Raumklima, Ausrollzeiten des Fahrzeugs oder auch die Treibstoffspezifikationen genau eingehalten werden. Große Bedeutung für den Komfort der Passagiere haben die Innenmaße. Deshalb wird bei jedem Fahrzeug der Innenraum vermessen. Neben den Maßen des Kofferraums ist die Bein- und Kopffreiheit für die Passagiere ein entscheidendes Kriterium. Weiter beinhalten die Messungen die Aufnahme des Geräuschpegels im Innenraum sowie Messungen zur Übersicht des Fahrzeugs. Das Sichtfeld ist schließlich ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Die fahrdynamischen Tests werden auf einem Flugfeld gemacht. Zu diesen gehören die Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometern sowie auch die Messungen der Elastizität. Bei den Bremsmessungen wird umgekehrt von 100 Stundenkilometern auf 0 abgebremst. Diese Messung wird 11-mal in Serie mit halber Zuladung wiederholt, um eine verlässliche Aussage zu den Bremseigenschaften machen zu können. Um die Fahreigenschaften besser zu eruieren, wird ein Ausweichtest gemacht, der einen schnellen Spurwechsel auf der Autobahn simuliert. Hier zeigt sich das Kurvenverhalten des Fahrzeugs im Extremfall. Hier wird die Größe des Wendekreises gemessen. Dieser ist im Alltag beim Manövrieren von großer Bedeutung. Der Wert vom Fahrzeughersteller wird oft nur bis zu den Rädern gemessen. In der Praxis wird der Wert um 50 bis 70 cm größer, da die Fahrzeugfront ebenfalls dazu gezählt werden muss. Für die Bewertung der Fahreigenschaften des Fahrzeugs zählen aber nicht nur die erhobenen Werte, sondern auch die subjektiven Empfindungen der Testfahrer. Dazu werden 5 Fahrer aufgeboten, die mit dem Fahrzeug insgesamt rund 2000 Kilometer zurücklegen. Aus diesen Testfahrten wird anschließend auch der Testverbrauch ermittelt. Zum Schluss werden alle Ergebnisse im Computer verarbeitet. Die Bewertung der Sicherheitsausrüstung und einzelne Komfortmerkmale fließen hier in den Fahrzeugbericht ein. Der Touring Club publiziert exklusiv eine Berechnung der Service- und Kilometerkosten pro Fahrzeug. Der fertige Bericht wird in einer Datenbank abgelegt und auf dem Internet unter test.tcs.ch veröffentlicht. Neben den Daten und dem Testbericht wird der Test mit Bild- und Videomaterial ergänzt. Gleichzeitig wird auf der Touring-Redaktion anhand der Testergebnisse ein Artikel für die Zeitung verfasst. Der Touring Club Schweiz will seine Unabhängigkeit bei den Autotests auch in Zukunft bewahren.